Hi, herzlich willkommen bei Jackknife auf dem Kanal. Wenn ihr wissen wollt, was uns passiert ist, hier vorne am Wasser, eine richtige Survival-Situation, dann bleibt mal eben dran. Ja, liebe Leute, wir sind hier immer noch im Urlaub in Kroatien, ja, rumgammeln, schwimmen gehen, Schnorcheln gehen, SUP fahren, so, das macht man. Abends noch ein bisschen essen gehen oder grillen, das liegt so an. Und lange sitzen, Kaffee trinken morgens, ja, das ist unser Tagesplan. In der Zwischenzeit, wie gesagt, ich habe hier so ein bisschen die Liebe da. Das hat mir richtig Spaß gemacht, schnorcheln, rausschwimmen mit ABC-Flosse, Schnorchel, Tauchermaske. Und bin dann da immer unterwegs gewesen. Und letztens ist uns was passiert. Also es ist richtig heftig geworden. Also es ging richtig ab. Ja, pass auf. Ich bin hier mit Assi das erste Mal dadurch in Kontakt gekommen. Ich habe zwar Flossen und so weiter mit, aber er sagte mir, hier, wenn ihr da rausschwimmt oder sonst was da hinten weiter draußen, findest du diese Seeigel. Assi hatte hier irgendwie letztes Jahr in Savodria, hatte er eine Mine gefunden, eine Seemine. Da wollte er dieses Jahr hintauchen, aber dann haben sie, er hatte das aber letztes Jahr weitergegeben und seine Seemine wurde in der Zwischenzeit geborgen. Ist logisch, das ist nicht ganz ungefährlich, so ein Ding da irgendwie in, sagen wir mal, ich weiß gar nicht, wie weit das draußen war, 500 Meter, 1000 Meter, und dass da eventuell Taucher rankommen und das Ding in die Luft fliegt. Ja, aber Assi sagte mir, ey, ihr müsst mal, hier die Dinger, die sind voll cool, Seeigelgehäuse. Ja, und ich habe dann hier auch so ein paar ertaucht und wir waren dann weitergefahren. Wir haben uns dann getrennt und sind dann runter nach Starigrad, Paklenica gefahren. Ein wunderschöner kleiner Campingplatz, wo wir waren. Und ja, und dann sind wir rausgefahren, war einfach nur geiles Wetter wieder und abends, ich wollte noch mal eben wieder eine Runde schnorcheln. Ich wollte unbedingt noch einen großen lilanen haben, diesen hier. Den wollte ich unbedingt haben und habe dann da gepaddelt und Anja ist dann mitgekommen, hat gesagt, ja, ich komme mit dem Sub. Und dann sind wir raus und als wir dann draußen waren, ging auf einmal der Punk ab, was war vom Wind her. So ein ablandiger Wind. Und wir waren draußen. Erst habe ich das überhaupt nicht geschnallt. Anja war auf dem Sub, hatte ihr normales Sub-Paddel mit und die kam überhaupt nicht mehr vorwärts. Es war keine Chance, dass sie vorwärts kam. Ich habe das aber nicht geschnallt, weil ich immer unter Wasser war. Sie war dann mal irgendwie 50 Meter weg oder so. Ich habe dann gehört, ja, kannst du gleich hin paddeln. Und ich habe das überhaupt nicht gerafft und auf einmal waren wir 500 Meter weit draußen. Und es war richtig, es war kaum vorwärts zu kommen. So doll war der Wind. Ja, und nun sind wir dann, da vorne war so eine Reihe mit so Bojen und dann auch so eine Eingatterung mit Bojenleinen. Und da, die waren schon irre weit weg. Und wir haben einfach, ich habe einfach getaucht und immer wieder runter gesucht nach diesen Dingern hier, weißt, wisst ihr so. Ja, das ist dann auch so ein bisschen einfach, du merkst ja unter Wasser nicht, aber wir sind trotzdem im Wasser so weit abgedriftet und nur versuchte, sagte Anja, ey, schaff's nicht mehr. Und sie ist dann vom Sub runtergesprungen. Dann, als ich dann, das hat eine ganze Weile, sie hat immer gerufen und ich dann unter mit was, kennst du, kommst hoch, hörst dann nicht, Wasser in den Ohren und ich habe das gar nicht geschnallt, was da überhaupt richtig abging. Sie kam nicht mehr vor und nicht mehr zurück, also beziehungsweise wir gingen immer weiter raus. Und dann bin ich da schnell hin und habe das dann erst geschnallt. Und sie war im Wasser. Ich habe das erst geschnallt, als sie nicht mehr auf dem Board war. Und dann bin ich zu ihr hingetaucht und mit Taucherflossen und zu zweit haben wir es dann im Wasser geschafft, mit dem Sub im Schlepptau, zu diesen Bojen dann irgendwie zu kommen. Und da haben wir richtig lange gerudert. Und ich würde mal sagen, das war echt grenzwertig. Und da war auch wieder der Fehler. Also wir machen ja nun schon lange Touren. Und es gibt so eine alte Regel für, auch mit Kanu. In Schweden, die abgesoffen sind,
wenn das Kanu gekentert ist, waren die Leute, die sich irgendwie ins Wasser, also die sich entfernt hatten von ihrem Boot. Und in dem Fall war jetzt eigentlich, haben wir auch nachher drüber gesprochen, was war jetzt, was ist alles schiefgelaufen, was ist da, wir haben das überhaupt nicht mit dem Wetter gereilt, da, als der Wind so doll aufkam, waren wir draußen und das ging richtig in die Hose. Hinzu kommt, dass ja kein Mensch an so einem Touristenort oder alle paddeln da irgendwie mit dem Sub rum und keiner nimmt überhaupt wahr, wenn da einer in Not kommt. Das kommt noch hinzu, also richtig heftig. Jetzt war der Punkt, dass, ja, welche Fehler? Anja hat dann, wir sind dann in die Nähe gekommen, wo, und dann ist das Sub noch umgeschlagen vom Wind, weil ja keiner mehr drauf war. Und sie hatte das Paddel vorne nur in diese Laschen da, das sind ja so Gummi-Expander-Laschen, dass du da irgendwas drunter, einen Sack oder irgendwas, so Klamotten untertun kannst, aber vorne nicht eingehakt in die Schlaufe, sodass das Paddel nur mit dem Paddelblatt so ein bisschen, nur ein bisschen gesichert war, aber nicht safe. Nun war das Ding, also beim Umschlagen ist das Ding denn weggegangen. Das habe ich überhaupt nicht geschnallt, dass das Paddel noch weg war. Und nun sind eigentlich mehrere Faktoren zueinander gekommen. Wenn jetzt das Wetter besser geworden wäre, du hättest mit dem Sub gar nicht weiterkommen können, weil du ja gar kein Paddel mehr hattest. Dann haben wir nämlich also noch ein richtig schönes Carbon-Paddel verloren. Es ist dann rausgetrieben, wir haben das nicht wiedergefunden. Also es war nicht möglich. Dann sind wir dann ran zu den Bojen und haben uns dann an den Bojen gegen den Wind wieder an Land gezogen. Das hat richtig lange gedauert. Wir waren, hinterher saßen wir am Strand, haben echt durchgeatmet und gesagt, Alter, das war knapp. Das hätte auch richtig in die Hose gehen können. Und ja, wir haben auch noch, und dann auch noch diese, wo man dann auch sieht, wie wir als, ich muss euch sagen, ich bin nicht sehr erfahren im Meer, was so an diese Sachen angeht. Und wir haben sogar so ein Rest Tube dabei, hat Anja oder ich, hatten wir auch nicht dabei, so ein Schlauch, dass du dich da drüber hängen kannst, wenn du nicht mehr kannst, so mit selbst aufblasend, auch nicht mitgehabt. Haben wir einfach, lässt man ja schön zu Hause in der Tasche, also nicht dabei gehabt. Also eigentlich, kann ich euch nur sagen, haben wir alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Also zumindest, wir haben es gemanagt, zum Glück. Und wir haben es auch nur gemanagt, weil ich Flossen dabei hatte. Oder Anja, was du auch sagen, ne? Die Flossen, dass man eben ordentlich Schub machen konnte im Wasser. Ne? Das hat viel ausgemacht. Ja. Und das ging richtig ab. Da, also das war's. Jo, das Ganze wegen solcher Sachen. Mal eben ein bisschen tauchen, ganz unbefleckt daran gegangen und das geht schnell nach hinten los. Also kann man sich auch eben dann denken, also jetzt ein bisschen mehr am Ufer bleiben hilft. Ja, aber wir wollten ja gar nicht, wir waren gar nicht so weit draußen. Es ging auf einmal ratzfatz und dann waren wir weit draußen. Ist auf jeden Fall heftig, wirklich heftig. Und da kannst du schnell bei absaufen und ja, gerade mit dem Salzwasser, dann kriegst du Salzwasser in den Hals, dann hustest du, dann bist du auch kurz vorm Abröcheln, wenn du dann noch irgendwie knapp Luft kriegst und so weiter. Das Salzwasser, ich würde mal sagen, ist auch hilfreich beim schnelleren Absaufen. Ja, das war unser Erlebnis und ja, am Ende haben wir ganze Masse falsch gemacht. So passieren gefährliche Situationen durch Unbedarftheit. Und in diesem Bereich habe ich echt keine Ahnung. Aber inzwischen, das war wieder ein Ding, wo ich daraus gelernt habe. Und ich glaube, das nehme ich mir zu Herzen. Also diese Story ist für mich sehr, sehr einschneidend gewesen. Ja, wir sind gut davon gekommen. Wir haben nur ein Paddel verloren. Dafür haben wir jetzt diesen Seeigel, diesen tollen lilanen großen. Noch einen kleinen lilanen großen und dann haben wir noch einen und dann haben wir noch einen. Ja, ist aber auf jeden Fall interessant. Also es macht irre Spaß, das Tauchen im Wasser selber, sagen wir mal so, mit Taucherflossen und Brille bist du doch recht mobil.
Da bist du auch schnell, da kommt man unter Wasser auch gegen an. Aber ich habe unter Wasser schon gemerkt, was da für eine ablandige Strömung drin war, dass ich richtig gegen ankellen musste, um weiter wieder an Land zu kommen. Also das war schon auch schon heftig. Ja, so viel dazu. Leute, das war die Story hier von uns. Ich packe euch noch mal ein paar schöne Bilder vom Strand mit rein und ich wünsche euch alles Gute anstelle der Hunderunde heute dies Jahr und wir sehen uns bald wieder in heimischen Gefilden. Bis denn. Tschüss.